Es ist immer wieder, je mehr man sich mit ihm beschäftigt, und bei mir findet das erst seit kurzem statt, also eigentlich ein Zufallsfreund von Wilfried Hiller durch die Edition Schwaben und ein Interview vor noch nicht allzu langer Zeit überhaupt geboren, wo ich dann feststellen musste, und jetzt muss ich, der Landrat hat mich natürlich zu Recht korrigiert, dass also Beuren nicht zu Weißenhorn gehört, wie es also auch dort steht, sondern zu Pfaffenhofen. Ich hoffe, der Bürgermeister kann mir das noch einmal nachsehen. Aber man spürt bei ihm immer wieder das tiefe Nachdenken über die letzten Fragen, aber das Ganze eingebettet in unser menschliches Sein. Ein Musiker, ein Komponist, ein spiritueller Denker, ein Philosoph und auch ein Theologe. Es hat einmal in einem Kirchentag vor langer Zeit geheißen, löschet den Geist nicht aus. Das Motto ist auch heute noch lebendig. Löschet den Geist nicht aus. Und da ist es so wichtig, wenn auch im kirchlichen Denken sehr unorthodoxe Denker und Komponisten und Gedankengeber sich äußern. In dem Interview in Edition Schwaben bin ich dann auch noch drauf gekommen, dass ein Stück von Wilfried Hiller Norbert Nackendick heißt und offensichtlich zurückgeht auf gewisse Auseinandersetzungen, die Franz Josef Strauß mit Hans-Jochen Vogel hatte. Ich habe das neulich mal Hans-Jochen Vogel, mit dem ich mich zwischenzeitlich viel besser verstehe als vor 20 Jahren, habe ihm das erzählt. Und er kannte es auch nicht, hat sich gefreut, ob sich der Franz Josef Strauß freuen würde, wenn er noch lebte und ich ihm das erzählte, weiß ich nicht. Aber jedenfalls eine interessante Anekdote. Eine schwäbische Heimat hat Wilfried Hiller. Beuren, Pfaffenhofen, ich habe da noch Weißenhorn, streiche ich aber aus, Pfaffenhofen und natürlich Roggenburg. Als ich bei der Eröffnung der Ausstellung in München zum 70. Geburtstag sagte, dass da ein Bezug zu Roggenburg gegeben sei, sagte der Kulturreferent der Stadt München, der natürlich von Schwaben und auch von Bayern noch nicht genügend Ahnung hat, aber sich fleißig einarbeitet, muss man Roggenburg kennen. Schade, dass er nicht da ist, aber wir laden ihn noch ein. Nicht? Er wird am Ende seiner Tage, wie auch immer, sagen müssen, jawohl, Roggenburg muss man kennen, wenn man Bayern, wenn man Deutschland kennen will. Denn es ist fast der einzige Orden, der blüht und gedeiht und wo sich unglaublich viel vollzieht und wo wir uns wirklich freuen auf mal die vorläufige Vollendung der Baustelle, obwohl ich Ihnen, Pater Brüher und auch Pater Gilbert, zutraue, dass Sie auch wieder eine neue Baustelle aufmachen. Aber irgendwann wäre ich schon auch froh, wenn mal eine relative Ruhe einkehren würde und Sie wahrscheinlich auch. Aber Roggenburg muss man kennen. Man sieht, die Schwaben sind erdenschwer und sie haben viel zu bieten. Und von hier geht dann auch noch der Weg von Wilfried Hiller nach Andex, immerhin auch noch zur Diözese Augsburg gehörig, als wohl der größte Schüler von Karl Orff. Jedenfalls hat mir Hans Mayer, der die Musik von Wilfried Hiller sehr schätzt und auch bei der Eröffnung der Ausstellung in München dabei war, das erzählt. Von dort wieder natürlich meine neugierigen Fragen an Wilfried Hiller. Wie war das mit Luise Rinser, der Frau von Karl Orff, die ja neulich ihren 100. Geburtstag begangen hat und die wiederum nicht sehr weit von hier in Balzhausen, bin beim Heerweg durchgefahren, ihre Verwandten hat. Der Bürgermeister von dort war früher ihr Cousin. Sie sehen, es lohnt sich, sich mit Wilfried Hiller zu beschäftigen. Und das Tolle und Große an ihm ist, dass er Musik für so viele geschaffen hat. Man kann Kinder mitnehmen. Und ich habe das schon gemerkt bei meinen eigenen Enkeln und auch beim Konstantin, dass mit der Musik von Wilfried Hiller sie zu locken sind, wieder mal in ein Konzert
zu gehen. Und wir haben bisher nur gemeint, wir hätten für Roggenburg getrommelt. Das war ja ein müdes Säuseln, was wir bisher für Roggenburg zu Wege gebracht haben, angesichts des Trommelns für Roggenburg, das heute Wilfried Hiller veranstaltet. Es ist eine Musik für Kinder und für erwachsene Kinder und für Erwachsene. Immer wieder die Bibel als Thema, Sehnsucht und Hoffnung in Musik gefügt. Voriges Jahr war es, glaube ich, sehe ich im dritten Programm des Bayerischen Fernsehens ein Fest vor dem Gärtnerplatztheater. Und unglaublich, denke ich mir, auf was die Leute alles kommen, Trommeln auf Bierfässer. Denken wir, das ist sicher dem Prinz von Wittelsbach eingefallen. Nein, weit gefehlt, auch das stammt von Wilfried Hiller. Dieses Trommeln auf Bierfässer als großen Event vor dem Gärtnerplatztheater, ich glaube vor einem Jahr. Schwäbische Köpfe sind eine große Sache. Da sitzen richtig gute nebeneinander. Wir haben den politischen Kopf unserer Region reden hören über den musikalischen Kopf. Lieber Wilfried Hiller, willkommen zu Hause. Dass wir hier die Räume haben, zu zeigen, was Musikraum heißt, das stellen wir gern zur Verfügung. Aber, und jetzt muss ich jemanden nach vorne bitten, liebe Frau Hiller, Sie sitzen da auf der Heizung, da gehören Sie nicht hin. So geht's nicht. Ja, wo Sie hingehören, neben Ihren Mann. Liebe Frau Hiller, ohne Sie, und jetzt muss ich einmal widersprechen, wäre nicht möglich, was wir heute bestaunen können. Sie haben natürlich mit dem besten Wissen aufzeigen können, wie die Wege Ihres Mannes vonstatten gehen. Den Begriff Heimat zu deuten. Heimat hier bei uns in Beuren aus einem Lehrerhaushalt heraus, ohne den Vater. Als kranker Bub mit Puppenkiste im Gepäck in die Welt zu marschieren und dann Bühne zu bespielen, Bühne ohne Ende. Zuerst für Kinder, dann für die Welt, dann wieder für Kinder, wieder für die Welt. Das tut gut und macht Staunen. Heimat setzt sich fort mit Heimat in München, Heimat in Griechenland. Immer wieder aus dem Zuhause sein, aus einem satten Gefühl von Geborgenheit, den Blick zu weiten in die Kultur der Welt. Dafür waren Sie beim Bayerischen Rundfunk tätig. Das holen Sie in Ihr Schaffen hinein. Das erfahren wir zum Auftakt und immer wieder in den Veranstaltungen, die wir Ihnen verdanken. Heimat und Welt, das ist kein Gegensatz, das darf es nie sein und dafür sind Sie ein hervorragendes Beispiel, ein großer Zeuge. Kindern Zugang zur Musik zu verschaffen, das ist für Roggenburg natürlich eine Spezialität und dafür danken wir. Als Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur sind wir dankbar, dass Sie diesen Aspekt so stark betonen. Ich habe ja manchmal schon herausgehört, wer sich zu viel mit diesem Thema befasst, könnte nicht ernst genommen werden in der Fachwelt. Was für ein Quatsch. Unsere Erfahrung lehrt doch, das, was Kindern zu Herzen geht, darüber können auch Große staunen. Und was in Kinderherzen
den Punkt nicht findet, ist häufig Luftnummer. Ein herzlicher Dank für diese starke Seite Ihres Schaffens. Und wir freuen uns, auch ein Konzert dieser Art mit dem Joscha hierher in diesen Raum zu holen. Das wird ein Festtag sein. Lebensräume als Basis, als Kernstück, Klangwelten entstehen zu lassen, in vielfältiger Art und Weise und ganz beziehungsstark zu sein. Aus Ihren Musikwurzeln heraus, sie wurden schon dargestellt, besonders mit Orff, hin zu denen, die von Ihnen lernen dürfen. Das ist eine starke Seite, die auch in der Ausstellung dokumentiert wird. Liebe Frau von Welser, Sie haben in München im Gasteig an vielen Abenden die Bühne geboten, um den Talk mit Gästen zu ermöglichen. Dass die alle nach Roggenburg kämen, geht nicht. Aber es wurde dokumentiert, was sich hervorragend im Gasteig dieses Frühjahr ereignet hat, sodass auch die Besucher und auch im Internet kann man es sehen, wie diese Beziehungsräume, in denen sie sich wiederfinden, die sie gestalten, was dort passiert, was dort vorangeht, als Lehrer für Musik, als jemand, der wirklich von Herzen weitergeben kann und andere motiviert, beeindruckt, das ist ein tolles Erlebnis. Diese Ausstellung, die wir heute eröffnen, ist sehr facettenreich. Nehmen Sie sich dafür Zeit. Im Erdgeschoss sehen Sie die Kindheit, das Aufwachsen, Stationen, Augsburg, Heimaten, München, dann die Weite in die Welt. Wie ein Faden zieht sich immer wieder auch Puppenspiel durch diese Räume, die wir haben. Alle Hauptwerke sind dargestellt, fachfraulich zusammengestellt. Frau Höpfinger und ich wissen, was es heißt, zum 70. Geburtstag solche Fahnen herzustellen. Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie für Ihren lieben Mann geleistet haben, liebe Frau Hiller. Hut ab! Als gestern noch nicht alles so klar war, saßen wir im Nieselregen draußen vor der Tür. Eine Pfeife, eine Zigarette. Wir haben gestöhnt und uns manches erzählt. Und ich will eines hier wiedergeben und zitieren. Das, was ich jetzt für meinen Mann tue, das ist Liebe. Lieber Herr Hiller, Sie dürfen stolz sein auf diese Beziehung, denn so liebenswürdig wie Sie selbst sind, Sie haben sie verdient, die Liebe Ihrer Frau. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch unsere Freundschaft ist noch kurz, dass ich es geschafft habe, im schwäbischen Lebenslauf vorzukommen. Das lässt mich rot werden, denn da kommen nur wichtige Leute zur Sprache. Ich hoffe, dass dieser Lebenslauf noch nicht zu Ende ist. Der muss ja fortgeschrieben werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was wir heute hier vollziehen, ist einerseits unsere Hochachtung zum Ausdruck bringen. Vor all dem, was Sie geleistet haben, in so vielfältiger Art und Weise. Wir danken Ihnen als Schwaben, so einen Schwaben zu haben. Und wir danken Ihnen,
dass sie zurückkommen. Dass wir den Schwaben hier bei uns erzählen können, wer sie sind. Ganz nebenbei macht es manchen Schwaben Mut, auch mehr aus sich zu machen. Ich danke auch meinen Kolleginnen, die es auf sich nehmen werden, besonders diesen Aspekt mit den Kindern zu verdeutlichen. Meine liebe Kollegin Johanna Spengler-Haug wird sich auf Reise machen, mit Kindern diese Ausstellung zu besuchen, Werke von ihnen ins Spiel zu bringen. Da wird dann kein Hiller live draus werden. Es wird ein Kinderspiel sein und wir sind so frei und nehmen sie auch frei wahr in dieses Spiel. Kinder mit hineinzuziehen in diese Auseinandersetzung mit Musik, das wird unser Geburtstagsgeschenk für Sie sein, damit Ihre Idee weitergeht. So will ich Dank sagen. Zuallererst Ihnen, lieber Herr Hiller, dass Sie zurückkehren in Ihre schwäbische Heimat. Ein herzlicher Dank Ihnen, Frau Hiller, für die viele Arbeit, die Sie geleistet haben, damit sich ergänzt und fortsetzt, was in München im Gasteig begonnen wurde. Ein herzliches Vergelt's Gott.